Oh, Götter, stellen Dingle. In der Ferne siehst du Rauch über den Bäumen aufsteigen. Mythos sind nicht dafür bekannt, dass sie Feuer legen, kommentiert Mogre. Aber man kann damit ihre Aufmerksamkeit erregen. In den großen Kriegen haben wir solche Feuer benutzt, um sie zu lenken. Ja, aber nach einer Weile sind sie dahinter gekommen, wirft ein anderer Krieger ein. Es könnte auch jemand sein, der unsere Aufmerksamkeit erregen will, macht Fassad geltend. Auf diesem Weg wurde die andere Gruppe aus Schlitt geschickt. Wie man es auch dreht und wendet, es wird Zeit kosten, sich Kleid zu verschaffen. Zu riskant weitergehen. Einige Wahl erkundschaften lassen. Dann bei Krieger nachsehen, sagst du. Also Mogre, schick ein paar Krieger nachsehen. Sie verschwinden über den Hügeln. Ihr bewegt euch stetig weiter und wartet auf ihre Rückkehr, doch sie tauchen nicht wieder auf. Es ist schon mehr Zeit vergangen als nötig. Selbst hingehen, kampfbereit. Keine Zeit zu verlieren, weitergehen. Du musst Mogre und ein Dutzend Krieger mit. Ihr kommt an zahlreichen toten Schlacken und Wal vorbei, bevor ihr eine Lichtung erreicht. Hunderte Wal sitzen an einem Feuer. Auch deine Kundschafter, einige der Wal schmachten eine Pfeife. Harkon, grüße dich. Deine Krieger haben schon gesagt, dass du sie nicht im Stich lässt. Erklärt, dass sie aus Schlitt kamen und umzingelt wurden. Wir blickten euch in der Ferne und entfachten ein Feuer. Tut uns leid, dass du den Kampf verpasst hast, grinst er und stößt mit seinen Kriegern zu deiner Karawane. Okay, noch mehr. Mogre sucht sich im Vertrauen auf. Ich habe einige Krieger verschwinden sehen, sagt er. Zuerst dachte ich, ich bilde es mir nur ein, aber jetzt bin ich sicher, dass schon mehrere weg sind. Menschen, die meisten, aber auch Wahl. Ich werde nicht schlau daraus. Wenn sie einfach getürmt sind, kannst du das nicht durchgehen lassen. An einigen Exempelstatuen Ludin fragen, ob etwas weitere Krieger die Verschwindung von Mogre beobachten lassen. Persönliche Antworten verlangen. Du rufst die bezeichneten Wahl in dein Zelt und verlangst eine Erklärung. Sie sagen, dass sie Lunins Männer zum zerstörten Schatzwagen haben zurückkehren sehen, um Gold zu holen und mitgegangen sind. Sie geben zu, etwas für sich behalten zu haben. Sie bestrafen und mit Ludin reden. Das habe ich angeordnet, sagt Ludin, als du ihn zur Rede stellst. Ich habe meine Männer ausgeschickt, um Gold zu bergen, das du zurückgelassen hast. Wenn du nicht willst, dass deine Krieger mitgehen, solltest du sie besser unter Kontrolle haben. Verlangen, dass er das Gold herausgibt. Ihm die dumme Visage polieren. Ihm drohen, falls er nicht damit aufhört. Nein, versetzt er, ohne mit der Wimper zu zucken. Mogre zieht dich beiseite. Er hat kein Recht auf das Gold, aber Befehle nimmt er von uns auch nicht an. Ob es uns passt oder nicht. Er ist uns ebenbürtig. Man wird uns auszahlen, wenn dies vorüber ist. Und es wird nicht zu deinem Nachteil sein. Ludin verschränkt die Arme. Nachgeben, ihn niederschlagen. Der schnelle, wohldosierte Schlag trifft ihn völlig unvorbereitet. Er geht zu Boden wie ein Mesak. Mogre seufzt. Das wird die Verhandlung erschweren. Die Angelegenheit spricht sich in Windeseile herum. Einen Tag später liegt ein Haufen Gold und Silber vor deinem Zelt. Du bringst es Ubin zurück, der nur den Kopf schüttelt. Die Krieger verlangen eine Pause. Seufzend lässt du die Karawane anhalten, aber eigentlich spürst du die Höhe und deine Erschöpfung ebenfalls recht deutlich. Mogre lehnt sich auf einen umgestürzten Baumstamm und fummelt mit einem Stück Brot herum. Wird kälter, meinte er und starrt in die Ferne. Du siehst Grathorn, das am Rand der Berge eben zu sehen ist. Ein Schwarm Raben gleitet am klaren Himmel in die Richtung des Forts.
Wir sollten diesen Vögeln folgen. Das haben wir doch auch vor, oder? Ohne weitere Worte regt Moge auf die Vögel zu und stolpert über die Klippe. Plötzlich segelt er durch die Luft und schlägt wild mit den Armen. Er stürzt auf Grathorn zu, bevor er in Flammen aufgeht und in den Turm stürzt, der daraufhin bröckelt wie ein Holzscheit auf einem Lagerfeuer. What? Du denkst, dass du den Verstand verloren hast? Dann wachst du auf. Du kannst dich nicht erinnern, das Lager aufgeschlagen zu haben oder vor den knisternden Scheitern eingeschlafen zu sein. Was ist los? Murmelst du. Mogel kommt zu dir ans Lagerfeuer. Hakon, hast du gesehen? Fängt er an? Ja. Ihr kommt überein, dies für euch zu behalten. Okay. Wen nehme ich damit rein? Ja, erste Kriegsbalke. Dann nehme ich ihn mit rein und dann befördere ich ihn auch noch. Hakon, der braucht aber wahrscheinlich 25, nee, braucht 20 dafür. Okay. Ludin braucht 15, wenn ich ihn verbessern möchte. Na komm, dann befördere ich ihn. Er ist ja mittlerweile gar nicht so schlecht im Kampf, muss ich zugeben. Also, er ist schon ganz nützlich. Da muss ich sagen, da ist Eirik mittlerweile ein bisschen hinten dran, was das Ganze angeht. Aber ich könnte auch nochmal trainieren. Komm, einmal Training habe ich schon mit drin. Oder habe ich. Kann ich mir leisten. Oh mein Gott. Das sind eine Menge Dude. Das sind eine Menge Dude. Er hat nicht wirklich viel. 12. Ihr könnt ihn halt besiegen. Für 7. Von hinten. Okay, erwartet. Verwunden, wenn möglich. Ein verwundeter Feind bremst seine Verbündeten. Okay. Kann ich jetzt nicht fördern? Das ist das Wichtige.
Kämpfe jede Schlacht bis zum bitteren Ende. Add 12 Rüstung. Ich müsste halt Eirik mal einen besiegen lassen. Oder arme du denn? Akon. Verdammt, ich kann den nicht angreifen. Kann ich seinen Zug rückgängig machen? Übung beenden. Achso. Kann ich hier irgendwie die Controls aufmachen? Sieht mir nicht danach aus. Mist, jetzt habe ich einen Zug verschwendet. Scheiße. Eirik wird niemals aufsteigen, wenn das so weitergeht. Aber der Typ ist halt auch insane stark gewesen. Also nicht gedacht, dass das auf Eirik losgeht. Mit viel Glück. Ja, ich habe hier so einen hässlichen Pickel an meinem Ellenbogen. Die nicht nacheinander, widme dich allen gleichzeitig. Der einzige Punkt, der da noch großartig da ist, ist, dass der halt noch einiges an Rüstung hat. Aber den Backlash wird es der andere zu spüren bekommen. Wir kriegen halt die Leute natürlich weitaus mehr Kills noch, die halt eigentlich nicht mehr bräuchten. Aber nein, egal. Egal. Ich glaube, Rasten brauche ich ja nicht mehr. Die müssen jetzt alle ihre Punkte voll haben.
Ihr braucht nur einen einzigen. Einen einzigen. Aber jeder hasst Eirik. Ich glaube, eine Folge nenne ich einfach, wo er. Wenn ich in einer Folge zwei Kämpfe habe, dann nenne ich einfach, jeder hasst Eirik. Bestimmt hast du sie auch gesehen, sagt Mogre. Wir werden verfolgt, seit wir den Götterstein verlassen haben. Sind uns Wüter auf den Fersen und nicht wenige. Vor uns sind bestimmt noch einige. Aber in einem halben Tag erreichen wir einen dichten Wald, da können wir sie abhängen. Nein, wir bleiben hier und bereiten uns auf einen Kampf vor. Wir hängen sie ab. Wal brechen nicht gerne durchs Unterholz, aber Wüter hassen es noch mehr. Die meisten machen am Waldrand Halt. Mit den wenigen, die euch weiter folgen, werdet ihr problemlos fertig. Die meisten Hüter wandern um den Wald herum weiter. Ihr hofft, dass ihr schnell auf der anderen Seite ankommt als sie. Tief im Wald beschleicht sich das Gefühl, dass euch zahlreiche Wüter umzingelt haben. In eine Richtung erzeugen ihre dunklen Umrisse beunruhigende Muster zwischen den Bäumen. Oh, da unten sieht man aber, da kommen eine ganze Menge. Ruft Mogre zu, irgendwelche Einfälle? Ja, beten, zu welchem Gott auch immer. Auf der anderen Seite des Waldes warten noch mehr, als wir bisher gesehen haben. Wir könnten ernsthaft in die Unterzahl geraten. Vor allem, wenn wir warten. Unerwartet taucht Irsa auf. Und was ist mit... sagt sie und klopft wiesagend auf ihre Pfeile. Wir können einen Teil des Waldes in Brand setzen, um ihre Aufmerksamkeit von eurer Flucht abzulenken oder um sie in die Falle zu locken. Was meinst du? Fragst du, sie zuckt unschuldig die Achseln. Üblich kämpfen, abwarten. Ich würde die Wüter in den Wald locken und den Wald anzünden. Stellt eine Linie von Schildschlägern auf und gebt den Wütern mehrere Breitseiten von Pfeilen. Schon stürzen die ersten Trauben von ihnen frustriert in den Wald. Auf einen Befehl schießt Irsa an bestimmte Stellen Flammenpfeile. Die Bäume lodern auf, rasch breitet sich das Feuer auf. Viele Wüter fallen sofort, aber die Wahl werden nervös. Bald gerät die Karawane in Auflösung. Manche kämpfen, andere flüchten vor den wachsenden Inferno. Irsa ist verschwunden. Ludin rennt entsetzt an dir vorbei. Ihr brecht aus den Bäumen in der Hoffnung, euch neu sammeln zu können. Oh, minus 35 war, ja moin. Wo ist Irsa? Die Folgen war nach, aber nicht so viele wie ihr hofft. Die Wüter abgelenkt vom Feuer haben deine Flucht zum Glück nicht bemerkt. Ist sie nicht bei dir? Nicht. Hast du sie dazu gebracht? Wo ist sie? Ich habe sie so gar nicht gebracht. Das war ihre Idee. Ludin starrt ausdruckslos in die Flammen. Er bemüht sich sehr, nicht zu zeigen, was ihm das ausmacht. Der schlimme Moment dehnt sich. Wir müssen von ihr weg, Harkon. Wir haben allenfalls Minuten gewonnen. Wir wissen doch auch nicht, ob sie fort ist. Vielleicht holt sie uns noch ein. Mogre sammelt die anderen. Jemand zieht Ludin gegen seinen Willen weiter, aber einen Ausbruch oder Beleidigungen hörst du nicht. Das macht es beinahe noch schlimmer. Oh, was ist da hinten los? Ich weiß nicht, ob das da Bäume sind oder ob das Güter sind. Sieht es aus, als wären das Güter. Wie gesagt, das können auch Bäume sein. Oh, da unten sind welche.
Oh, der Ort sieht auch sehr verlassen aus. Aber da muss auch irgendwas passiert sein.